Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Ja, back on track würde ich sagen. Heute am 17.11., der Tag nach der FED. Die FED hat gestern einiges bewegt. Ja, und nicht nur an den Märkten. Ja, Veränderungen gab es heute auch bei mir. Böses Erwachen heute früh. Stehst du 6 auf, dass du am PC sitzt, machst einen Stereo-Trader auf und bumm, ist die Welt vergessen. Alles kaputt, alles weg. Tja. Was soll's? Ja, 17.12., genau, Hartmut. Nicht der 17.11. Ich wollte heute Morgen eigentlich noch ein bisschen intensiver auf das eingehen, was die FED gestern gesagt hat, beziehungsweise was die FED jetzt auf dem Programm hat. Die hat ja auch den US-Dollar ordentlich in Bewegung gebracht. Dazu passt auch die Frage zum Thema Gold und US-Dollar. Das nehme ich auf, Christian, danke. Das kam gerade über Facebook rein. Wir machen das morgen früh. Ich habe heute Morgen das totale Chaos hier gehabt. Wenn ich euch mal ganz kurz zeige, wie der Stereo-Trader momentan ausschaut, da sieht man einfach mal komplettes Chaos. Alles anders als sonst, ja. Alle Fenster da, aber die sehen alle anders aus und es ist nur noch eine Währung da. Ja, bisschen tricky. Deswegen hat der Morgen viel Zeit gekostet und das Thema FED machen wir morgen früh ganz in aller Ruhe. Ich fixe nachher erstmal die Technik. Aber das ist das normale Leben eines Traders. Dafür ist es wichtig, dass man Backups hat. Die konnte ich nur heute Morgen nicht so schnell einspielen. Das ist dann ganz, ganz wichtig, auch wenn die Backups natürlich nicht all das enthalten, was man jetzt auf den aktuellen Stand hat. Aber es macht die Arbeit einfacher. Also, wir lassen uns davon nicht weiter stören, sondern wir fangen jetzt einfach mal an, uns hier mit den Märkten zu beschäftigen. Heute auf der Uhr, wir sehen es im Hintergrund, das Thema Brexit bewegt das Pfund und zwar ganz ordentlich. Und aus dem Grund schaue ich heute mal auf eine Währung, die mit dem Pfund zu tun hat, aber nicht so ganz klassisch hier britisches Pfund, US-Dollar, sondern wir schauen mal aufs britische Pfund, Australdollar. Auch da passiert manchmal was Interessantes. Habe ich heute in den täglichen Trading-Ideen im Blog auch schon veröffentlicht, das Thema. Dann schauen wir auf Australdollar, japanischen Yen und Kan-Dollar, japanischen Yen. Und natürlich auch sehr, sehr gerne den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle. Also, das liegt jetzt auf der Uhr. Vorher noch der Risikohinweis. Ja, wie immer bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir besprochen. Und dann schauen wir auf die heutigen Tagesnachrichten an sich. Ja, am Vormittag ist nicht wirklich ganz so viel los. Wir sehen es. Es gibt ein bisschen das Thema Verbraucherpreise in der EU-Zone. Das Ganze um 11 Uhr. Alles, was mit dem Thema Pfund, also britisches Pfund heute zu tun hat, eine Sache so ein bisschen auf der Uhr haben. Wir haben heute Zinsentscheid und Notenbanksitzung in Großbritannien. Das war in den letzten, ja, sag ich mal, Monaten nicht immer die klassischen Knaller-Events, dass man dort sowas gesehen hat, wie wir das zum Beispiel gestern beim US-Dollar gesehen haben. Aber man muss es ein bisschen mit auf der Uhr haben, das Thema, denn da kann durchaus ein bisschen Bewegung kommen. Deswegen hier heute Morgen das Ganze mit da. Am Nachmittag dann aus den USA Thema Wohnungsbau beginnen. Der Baumarkt oder der Markt für die Immobilien ist momentan generell im Allgemeinen etwas angespannt in den USA. Deswegen ist das interessant zu sehen, was hier passiert. Der Konsens geht von einem leichten Rückgang, nein, von einer leichten Steigerung aus. Die Baugenehmigung und auch die Wohnungsbaubeginne hier an dieser Stelle. Baubeginne gleich wie letzten Monat. Also das wird interessant. Baumarkt wissen wir, oder nicht der Baumarkt, sondern der Immobilienmarkt in den USA hat ja schon eine sehr, sehr hohe Relevanz. Ein weiteres Thema heute auch 14.30 Uhr, das Thema Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Da wissen wir ja ganz klar, der Arbeitsmarkt ist extrem angespannt. Der Konsens geht hier entsprechend aus von 800.000 Anträgen. Im Vergleich zur Vorwoche, da waren es 853.000, aber da gab es letzte Woche auch eine Überraschung. Mal schauen, wie es wird. Druck auf dem Arbeitsmarkt ist auf alle Fälle in den USA auch da und das könnte natürlich schlecht für die Wirtschaft sein. Das ruft die FED auch auf den Plan. Wie schon gesagt, FED morgen mehr, aber die FED hat hier, sag ich mal, die Tore weiterhin offen. 14.30 gibt es dann auch noch den Philly-FED-Herstellungsindex. Da geht mal der Konsens von einem guten Rückgang aus. 26,3 war die letzte Zahl, die wir hier hatten. 20 ist das, was der Konsens hier erwartet. Das ist wichtig, das Ganze um 14.30 Uhr auch gleichzeitig mit den Zahlen zum Philly-Fed-Beschäftigungsindex. Das ist das, was wir heute so ein bisschen auf der Uhr mit haben und damit widmen wir uns mal hier, ja, meinem schönen buntgrün eingefärbten Charts, die wir hier haben.
Es weihnachtet sehr. Es ist grün. Schnee wäre schöner, aber gut, weiße Weihnacht ist nicht für jeden was. Wir gucken jetzt auf britisches Pfund Australdollar. Thema weiße Weihnachten hat der ein oder andere wahrscheinlich auch schon mitbekommen in den USA, New York. Da ist alles abgeriegelt, U-Bahn fahren nicht und wegen größten Schneesturm, der hier erwartet wird. Das bringt das Wetter mit sich. Also wir sehen, es geht hitzig zu oder auch kühl, wie man es haben will. Auf alle Fälle britisches Pfund, Australdollar haben wir jetzt mal auf der Uhr. Das Ganze zunächst erstmal noch mit einem Blick in das etwas größere Bild hier. Und zwar, wir schauen hier uns das Ganze mal eben kurz im Tageschart an, was hier los ist. Und wir sehen es. Ich habe es in der Ausgabe von Tickmills täglichen Trading-Ideen schon geschrieben, worauf es mir hier ankommt. Und zwar ist es genau das Thema, was wir hier an dieser Stelle sehen. Wir haben hier seit Oktober wieder einen stark abwärtsgerichteten Markt. Und was ist hier in der letzten Woche passiert? Wir sind am Freitag letzter Woche, sind wir hier unten in einem starken dynamischen Schub in das Jahrestief, in den Support am Jahrestief unten reingelaufen. Und der hat hier drüben im September 2020 schon mal ordentlich für eine Kursbewegung nach oben gesorgt. Und das Gleiche ist hier jetzt letzte Woche passiert. Ganz klar stark nach unten gelaufen, dann wieder dynamisch hoch. Die große Frage, die sich hier jetzt stellt, ist allerdings, wartet mal, ich nehme mal kurz die Marke raus, die wir jetzt hier mit Blick in das ganz, ganz große Bild aktuell noch nicht brauchen. Die große Frage, die sich hier jetzt an dieser Stelle stellt, ist, wie geht es denn weiter? Denn das, was wir hier sehen, ist ja klassisch, ganz, ganz klassisch die Korrektur, die hier am Laufen ist. Die Korrektur entsprechend zum übergeordnet laufenden Abwärtstrend. Ich skizziere mal einfach kurz das Bild, worum es mir hier geht oder wo wir die Verortung jetzt sozusagen mal reinbringen wollen. Und zwar ist das ganz klassisch das Thema, schaut mal, hier gibt es sogar noch den untergeordneten Trendverlauf, ganz klassisch, dass diese Gegenbewegung ist jetzt verortet innerhalb eines Abwärtstrends. Ja, das ist ganz klar. Was wir hier auch haben, ist, wir haben eine Korrektur entsprechend innerhalb eines Trendkanals nach oben. Ob man das Ganze jetzt als bärische Flagge bezeichnen möchte oder nicht, kann man sich selber aussuchen. Das spielt aber überhaupt keine Rolle, wie wir es bezeichnen. Viel, viel wichtiger ist, was hier überhaupt passiert. Und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, dann können wir hier, sage ich mal, ein paar Dinge konstatieren, die wir jetzt mit der Oberseite noch offen haben. Sollte es der Markt tatsächlich in seiner Ausweitung schaffen, hier oben drüber zu laufen, über dieses Zwischenhoch von gestern, das ist das gestrige Tageshoch, wo wir gesehen haben, da kam schon mal ein ordentlicher Abverkauf, das ist ein wichtiges Achtungszeichen, haben wir natürlich noch ein paar Anlaufpunkte auf der Oberseite liegen. Der erste wäre mal hier oben zu sehen, ganz grob die Marke um die 1,80. Ne? Das ist dieser Schwungbereich, den wir hier haben, der hat immer mal schon ein bisschen Beachtung vom Markt gefunden. Ne? Hier drüben, einmal hier, hier wieder, hier haben wir eine Weile gewartet, bis wir rangekommen sind oder bis der Markt sich entschieden hat. Aber es ist ein wichtiges Level. Und wenn wir hier aus irgendwelchen Gründen tatsächlich starkes Kaufinteresse reinbekommen, das heißt hier über das Vortageshoch, über diesen Widerstand drüber, haben wir sogar noch das Potenzial, mal oben reinzulaufen in die 1,8220. Ne? Das sind die Dinge, die wir da durchaus auf der Uhr haben. Das ist das große Bild. Eins müssen wir aber immer beachten, wir haben hier nur die Korrektur. Das heißt, sobald der Markt hier rumdreht, werden wir den Fokus eher auf der Unterseite sehen. Und das, was dann kommt, ist ganz klar das Thema neuer Test von diesem diesem Unterstützungslevel hier unten. Also 1,7490, das kommt. Der grobe Drehbereich hier unten. Ne? Wir sehen es, hier sind wir drunter gespiked. Hier drüben war es halt in etwa das Tief. Also dieses Auffanglevel da unten, das kommt dann tatsächlich in Frage. Und das ist tatsächlich auch die Chance zur Seite nach unten. Denn wir haben mittlerweile hier im Chartbild ganz klar ersichtlich, hier bildet sich eine Umkehrformation. Ne? Das sehen wir ganz, ganz typisch hier. Ein Hoch, nochmal ein höheres Hoch, kompletter Abverkauf. Jetzt geht es hier wieder ein Stückchen hoch, aber es wird schon wieder abverkauft. Hier unten haben wir um die 1,7785 eine Marke liegen, die wichtig ist. Und das schauen wir uns jetzt untergeordnet an. Da klicken wir einfach mal hier rein in den Stundenchart. Und da sehen wir nämlich, was hier passiert. Hier sehen wir schön, das ist der Kontext, der übergeordnet laufende Abwärtstrend. Den sehen wir sehr, sehr schön. Und hier sehen wir jetzt die korrektive Phase. Hier trendet das Ganze sehr, sehr schön nach oben rauf. Das ist also wirklich hier die schöne Korrektur, die wir laufen haben. Hier hat unten angefangen, sogar mit einem Gap hier,
Bewegung, ne? Hier schön reingezogen, schön nach oben gelaufen, hier nach unten, hier schön oben reingelaufen, runter, schön hoch, wieder runter. Und da ist jetzt eine Sache wirklich sehr, sehr wichtig. Sollten wir tatsächlich hier unter dieser Marke von 1,7785 laufen, dann nehmen wir halt hier einen wichtigen Drehbereich raus. Denn hier unten, schaut euch das mal an, hier, dieser Bereich ist ein Bereich, ich mache den jetzt mal rot, weil dort sozusagen auch die Abwärtssequenz deutlich initiiert wird. Wenn wir das abverkaufen, dann sieht es eher zur Chartunterseite aus. Und wir sehen das im kleinen Bild auch schon. Schaut mal hier, wenn wir das mal ganz kurz reinnehmen wollen, hier ging es nach diesem initialen Schub nach unten, gleich nach oben. Und wenn wir hier unten drunter laufen, haben wir hier mit Kursen unter der 1,78 definitiv mal den Abwärtstrend vorhanden, und das ist das initiale Umkehrsignal. Das geht dann in den Ausbruch aus dem Kanal durch, und dann können wir uns auf der Unterseite orientieren, und da sehen wir auch schon ein paar Anlaufpunkte. Das heißt, hier unten rein die Swinglows, einfach mal die Schwungbereiche, die wir hier auch sehen, und da haben wir hier die 1,7735, hier dieser Schwungbereich um die 1,7660, dann hier unten noch Richtung Gap Close bei 1,75600, und dann haben wir schon wieder den Support unten. Und das ist das Interessante, was wir hier an dieser Stelle tatsächlich sehen. Das ist dann die Unterseite. Und das ist das Interessante, wenn der Markt hier tatsächlich wieder das Ganze nach unten schiebt, dann wird das Ganze halt wirklich auf die Unterseite sehen oder zu sehen. Jetzt kommt es natürlich ein kleines bisschen darauf an, was wir hier sozusagen an dieser Stelle sehen, um voranzukommen, denn wir müssen ja auch ein bisschen wissen, wir haben hier britisches Pfund und den Australdollar, und da schwenke ich nochmal ganz kurz um hier auf das Thema mit den Futures. Ja, das ist ja etwas, das schauen wir uns relativ regelmäßig auch an dieser Stelle mal an, und da hole ich mal ganz kurz hier den Moment, da ist es, ich hoffe, man kann es sehen, passt auf, Folgendes, wir haben jetzt hier das britische Pfund und wir haben den Australdollar, und wir haben jetzt hier die Situation, wartet, ich mache das mal größer, damit man es ein bisschen besser erkennen kann, so, schaut euch das mal an, hier ist das britische Pfund, das nimmt momentan extrem an Stärke zu, und hier ist der Australdollar ist auch aus einer Konsolidierung nach oben hin ausgebrochen, und das ist jetzt das Interessante, wir haben hier zwei Währungspaare, die momentan ordentlich nach oben laufen. Und das ist interessant von der Seite her, weil wir hier an dieser Stelle zwei starke Währungen haben. Aber jetzt kommt es halt wirklich darauf an, welche Währung gibt zunächst nach. Und das ist das Thema, was wir hier haben mit dem Thema Notenbanksitzung heute Nachmittag möglicherweise. Wenn jetzt plötzlich das britische Pfund wieder schwächer wird, ja, was bedeutet das denn? Da gehe ich nochmal ganz kurz auf meine Grafik ein an dieser Stelle. Wartet mal, das zeichne ich einfach nochmal ganz kurz ein hier. Und zwar stellt euch das jetzt mal vor, wieder als diese Waage. Ich habe das schon mal einskizziert hier an dieser Stelle. Ja, ich bin kein Künstler, aber die Waage haben wir trotzdem da. So, dann haben wir hier schön einmal hier und einmal da das ganze Thema. Und dann haben wir hier sozusagen das Pfund. Und hier haben wir den Australdollar an dieser Stelle. Und jetzt haben wir die Sache, wenn plötzlich sozusagen der Australdollar schwächer werden sollte, also wenn der Australdollar sozusagen hier etwas nach unten geht, der wird leichter sozusagen. Wenn der leichter wird, was passiert dann? Ganz klar, wenn der an Gewicht verliert, dann fällt sozusagen das Pfund nach unten, weil die Seite vom Pfund schwerer wird, und dann geht diese Seite hier entsprechend nach oben. Und was passiert dann hier entsprechend? Natürlich, wenn der Australdollar fällt, beziehungsweise steigt in dem Moment, weil das Pfund ja das schwerere Paar ist, dann steigt der Kurs hier nach oben, und das wäre dann genau das System, dass wir hier dann sozusagen aus diesem ganz klar die Korrektur weiter nach oben treiben. Ne? Das ist mal das Szenario auf dieser Seite. Aber wenn es jetzt dazu kommt, dass sozusagen das Pfund sozusagen schwächer wird, dann werden wir sehen, dass wir hier im Pfund sozusagen, dass das Pfund hier auf dieser Seite sozusagen nach oben geht, weil der Australdollar dann die stärkere Währung ist. Und was passiert dann? Mit dem Australdollar ganz klar, dann wird der Australdollar die schwerere Seite. Und was passiert dann, wenn der Australdollar die schwerere Seite ist? Dann fallen wir hier nach unten. Und das wäre dann ganz klassisch das Szenario, was wir hier haben. Das Ausbruchsszenario zur Unterseite, und dann orientieren wir uns nach unten hin. Das müssen wir einfach mal ein bisschen miteinander bedenken. Und das ist das, was wir hier auf dieser Seite sehen und ein bisschen einfach im Hinterkopf mithaben sollten bei der Planung der Trades hier mit Blick auf britisches Pfund, Australdollar. So,
Gut, das wäre der erste Wert gewesen. Dann schauen wir jetzt als nächstes mal hier in meine schöne grüne Liste rein. Ich mache mal kurz die Marktübersicht auf. Dann nehmen wir mal einen anderen Chart hier. So, nehmen wir mal den zum Beispiel. Und dann ziehe ich mal das Währungspaar Austral-Dollar, japanischen Yen dort rein. Kurzen Augenblick. Das ist heute Morgen ein bisschen umständlicher, aber wir kriegen das schon alles hin. Hier, so, dann mache ich das Ganze mal einfach in groß hier rein. Da ist er. Und dann mache ich das hier für die Übersichtlichkeit her. Da kann man mal so ein bisschen sehen. Man kann sich so ein paar Sachen auch schon schön speichern. Aber ja, ich habe auch alles gespeichert. Aber wenn der ja die Technik nicht so will, wie es soll, dann ist das halt einfach so. Ich muss jetzt nur mal ganz kurz schauen, dass wir hier das Ganze in die weiße Schicht reinbekommen. So, dann haben wir hier, zack, das Ganze rein. Dann haben wir den Stereo-Trader zumindest schon mal hier drinnen liegen. So, dann schicke ich uns noch in den passiven Modus und dann räume ich hier noch auf, dass wir nichts drin haben, was wir brauchen. Austral-Dollar, japanischer Yen. Hier mit Blick zunächst erstmal in den Tageschart hinein. Und das ist echt eine Hammernummer, die wir hier sehen. Also das ist eine Sache, die gefällt mir megamäßig gut. Und zwar präferiert erstmal auf der Long-Seite, aber die Short-Seite darf man nie abwägen. Hier unten, schaut mal, wir haben hier eine extrem niedrige oder eine extrem flache Konsolidierung unterhalb einer ganz, ganz wichtigen Chartmarke. Hier, das ist das Muster, das ist das, was wir hier haben, das ist das, worauf es mir jetzt wirklich drauf ankommt. Wenn der Ausbruch dort oben tatsächlich vonstatten geht, das wäre der Knaller, weil das wäre extrem bullisch zu sehen. Und das sollten wir unbedingt auf der Long-Seite mit betrachten. Abprall nach unten würde uns natürlich in die unteren Regionen bringen. Das müssen wir einfach sehen, wenn wir hier unter die 78,10 fallen, die Anlaufpunkte, die wir dann drunter haben. Schaut mal, dann hätten wir hier in etwa ein erstes Auffanglevel. Das war der Ausbruch hier oben drüber. Dann haben wir hier ein kleines Zwischentief um dieses Ausbruchslevel rum. Das heißt, hier kommt die 77,50 in etwa und die 77,81,82 zum Spiel auf der Unterseite. Von dem letzten schönen Bewegungsschub unten rein. Aber wenn wir tatsächlich oben über die 78,80 drüber fliegen, Leute, schaut euch das mal an, was wir dann offen am Potenzial hier im Markt haben. Dann ist der Weg zunächst erst einmal frei hier oben rein in dieses kleine Zwischenhoch, grob um die Marke von 80, 70 bis 73. Was haben wir hier am Hoch gehabt? Das Hoch war 80, 71, 7, ne? Das ist doch eine Hausnummer, die wir hier haben. Also knapp 80, 72, so, das wäre mal da und das mache ich mal schön hier oben als gutes, wichtiges Anlauflevel und das finde ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr geniales Potenzial zur Chart-Oberseite hin, dass wir hier offen haben, dass wir hier durchaus spielen können und das zeigt halt, wir kaufen jetzt hier entsprechend das aktuelle Jahreshoch, wenn ich hier richtig informiert bin, ja genau, wir gehen hier tatsächlich übers Jahreshoch drüber, das ist sehr, sehr bullisch zu sehen und das ist das, was mir hier mit Blick auf den Austral-Dollar, japanischen Yen wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und da gehen wir noch mal ganz kurz zurück hier auf das Bild, was ich hatte. Und zwar, wir sehen es, der Austral-Dollar ist hier sehr, sehr stark und der Yen ist nicht ganz so stark. Also wir sehen, der Yen steigt auch an, aber der Austral-Dollar ist halt einfach, wenn wir uns die Charts mal kurz anschauen wollen, wenn wir sehen, wo jetzt sozusagen der Yen steht an dieser Stelle, da ist der deutlich volatiler und hat deutlich mehr Kraft aufgebracht. Wenn wir einfach mal sehen, jetzt das Ganze mal kurz auf den Austral-Dollar schwenken, der ist hier viel, viel deutlicher unterwegs zur Oberseite hin, ne? Und da ist es halt so, dass das die stärkere Währung von beiden ist. Und jetzt kommt es hier wieder so ein bisschen drauf an, wie das Ganze sich entwickeln wird, wer hier stärker wird, ob der Yen hier oben tatsächlich durchzieht oder ob er von oben abprallt. Und wenn er abprallt sozusagen, dann wäre das genau der Punkt, dass wir hier anstelle entsprechend den Yen auf der schwächeren Seite haben an dieser Stelle. Und dann, ja, wenn das passiert, dann kriegen wir den Schub hier oben drüber und das wäre dann schön das Long-Szenario oben in das ja in den Marker rein, den ich hier rangegeben hatte, dann ist der Weg erstmal frei Richtung 80,72. Sehr interessant für die Long-Seite an dieser Stelle. Dann blicken wir noch in das Währungspaar Kan-Dollar japanischer Yen. Kurzen Augenblick, auch das wieder hier in einen neuen Chart reingezogen. So, machen wir mal hier. Kan-Dollar japanischer Yen, auch interessante Verortung. Jetzt muss ich nur mal kurz den Chart hier raussuchen. Da ist er, Kan-Dollar, japanischer Yen. Zack, da oben rein. Haben wir hier. Machen wir auch gleich wieder hier rein.
in die entsprechende so. Das wäre dort, das ist der Zeitrahmen. Ach Mensch, Leute. Macht man nicht so oft und ich habe schon wieder vergessen, wie ich gerade bei dem anderen Chart das Ganze ausgewählt habe, dass ich das jetzt ändern kann. An sich war es, glaube ich, gewesen. Nee, ich suche das Profil für den Chart. Na gut, wenn das nicht geht. Okay, wir machen das anders, bevor ich jetzt hier großartig rumsuche. Ziehe ich mir den einfach hier rein. So. Wir wollen uns ja hier nicht mit technischen Sachen aufhalten, die wir nicht brauchen. Also, was haben wir hier an dieser Stelle in diesem Chart? Ganz klar sehen wir hier auf alle Fälle ebenfalls einen Markt, der doch deutlich nach oben gelaufen ist. Ne? Hier oben rein, schön trendig oben drüber, hier über dieses wichtige Level hier oben drüber, die Schwungmarke um die 81, naja, 55 oben bis 81 hier oben rein, bis in diese Zwischenhochs oben rauf, bis um die 81, 92, 93. Das ist mal hier oben so der Schwungbereich. Und was wir hier auch haben, ist natürlich, das hier oben ist ein Widerstandslevel. Das sehen wir aus dem Grund, dass wir hier reingelaufen sind, abgeprallt, reingelaufen, wieder abgeprallt. Und was wir hier jetzt noch sehen, ist mit Blick auf das aktuelle Bild hier eine Situation, die durchaus das Zeichen für eine mögliche Schwächeindikation auf die Unterseite ist. Das heißt, an dieser Stelle hier Start nochmal den Chart kurz skizzieren hier. Schaut mal hier. Das ist jetzt mal die kleinere Tendenz, also es ist ein Aufwärtstrend, den wir da haben. Und hier der Bewegungsarm, der läuft auch schön nach oben, aber wir sind jetzt hier gestern unter das kleine Zwischentief hier gelaufen an dieser Stelle. Also hier unten drunter liegt das Ganze hier in diesem Bereich. Das ist jetzt interessant zu sehen, denn wir haben hier im Kleinsten mittlerweile dann eine Abwärtssequenz initiiert, also das, was wir hier sozusagen sehen. Da haben wir das Ganze trendig und wenn das jetzt tatsächlich zur Unterseite reinläuft, dann sehen wir schon, kommen die Zwischentiefs, die wir hier haben, definitiv in Frage für eine Gegenbewegung innerhalb dieses bestehenden Aufwärtstrends. Und das ist das, was wir jetzt hier oben sehen. Das ist ein Anzeichen der Umkehrformation am Widerstand oben. Ne? Und das haben wir hier gesehen, das hat zu einem deutlichen Kursrutsch geführt. Das haben wir hier gesehen mit dem Kursrutsch, das haben wir hier gesehen mit dem Kursrutsch. Das könnte sich jetzt hier wieder andeuten, dass wir hier weiter nach unten laufen. Und weil das Ganze so ist, schauen wir uns das Ganze jetzt natürlich noch einmal an, mit Blick in den entsprechenden Stundenchart oder 4-Stunden-Chart. Und schaut mal hier. Das ist so wieder ein typisches Chartbild, das wir momentan immer wieder sehen. Hier eine Art Schulterkopf-Schulterformation. Auch wenn die nicht immer schön rund ausschauen, ja, aber das Verhalten, was wir hier haben, das ist wirklich immer ähnlich. Und jetzt sind wir halt hier in diesen Nackenbereich reingelaufen. Und wenn wir jetzt tatsächlich aus dem, was wir hier unten rangekommen haben, nur hier einen kurzen Retest sehen und dann wieder die Schwäche reinbekommen. Das wäre dann wirklich das Szenario, dass wir uns auf die Unterseite raufstellen können und die Kurslevel, die dann in Frage kommen, das sind dann wirklich ganz klar die Kurslevel, die wir hier unten haben, die kleinen Zwischentiefs aus dem vorangegangenen Aufwärtsschub, den wir hier haben. Diese Marker, die sind da wichtig und denen geben wir gleich auch mal noch sozusagen die Namen. Das heißt, sobald wir hier unter das Zwischentief drunter laufen, ist sozusagen der von mir schon skizzierte Abwärtstrend weiter in der Fortsetzung drinnen. Ja, das ist ein ganz, ganz klares Bild. Und das Ganze nach unten gezogen, da sehen wir halt dann auch schön die Anlauflevel zur Unterseite hin. Hier die Swinglows. Und das sind auch die Kauflevel, die wir hier haben. Also ganz grob die Marke von 80,43 hier. Schönes Ausbruchslevel. Dann das nächste unten drunter hier. Dieser Bereich um die grobe Marke von 79,85 und dann können wir uns schon hier unten an diesem Zwischentief orientieren, um die Marke von 79, knapp 23. Das ist die Unterseite, wenn wir hier nach unten hin weiter fortlaufen. Ne? Und das sehen wir hier schön einmal nach unten, einmal nach oben und dann den ganzen Schub
hier in die Trendentstehung gebracht. Und da wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie es hier weitergeht. Im Kurzfristbereich, wer das Ganze im allerkleinsten traden möchte und mal schauen möchte, wo hier momentan schwierige Marken sind oder Widerstände, schaut mal hier. Das hier oben ist das Ausbruchslevel um die 81,32 in etwa. Hier sind wir durchgelaufen. Das testen wir gerade. Wenn wir hier tatsächlich drüber gehen sollten, dann könnte es durchaus auch eine Aufwärtstendenz nochmal geben, hier in dieses Zwischenhoch knapp um die Marke von 81,60 rein, aber momentan haben wir eher den Wert hier da, dass wir durchaus hier die Schwäche reinbekommen und die Unterseite sehen, und das wäre dann die Bestätigung des Ausbruchs zur Unterseite, und das würde ins große Bild halt passen, das Widerstandslevel hier oben abzugeben, und dann können wir uns deutlich auf der Unterseite entsprechend orientieren. Das ist der Blick in das Währungspaar Kandola japanischer Yen. So, was haben wir noch am Thema Öl? Jo, Öl, Freunde der Nacht. Öl war gestern herrlich. Ich hatte es ja gestern schon angekündigt. Der Aufwärtstrend, der ist ja wirklich intakt. Ja? Da ist ja nichts zu machen. Und das ist halt wirklich etwas, die halbe Welt sagt, oh Gott, der Ölpreis, der ist viel zu teuer. Der Wirtschaft geht so schlecht, der Ölpreis kann nicht steigen. Und er steigt doch. Und genau das, Leute, ist der Punkt, warum wir im Ölpreis sozusagen immer wieder darauf schauen sollten, was macht denn der Chart? Ja, das ist einfach Meinungstrading, kostet in aller Regel sehr, sehr viel Geld. Und wir haben es gesehen, wir haben den Umschwung mitgenommen. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen, hier mit Blick in das WTI rein, hier das Kürzel ist sozusagen XTI, dann sehen wir, wie stark dieser Markt hier hochläuft. Ich muss jetzt nur mal kurz schauen, wo ich es hier schnell habe. Kurzen Augenblick, wenn man nicht so immer in die Liste reinguckt. Ach, Kinder, hier ist heute alles sowas von durcheinander. Ich habe gerade einen Sehfehler. Alle Anzeigen. So. Da. XTI. Zack, rein. Na, Leute, was haben wir gesagt? Wo liegen unsere Kursziele? Unsere Kursziele liegen ganz klar hier oben drin. Im Bereich Richtung 50 hier oben ran. Wo stehen wir jetzt? Bei 48,53. Der nächste große Anlaufpunkt, den haben wir dann hier oben liegen. Na, dieser Bereich hier oben bei 54. Das ist jetzt XTI. Dann haben wir hier sozusagen das entsprechende Widerstandslevel, wo wir jetzt sozusagen auch mit reinlaufen. Und dann haben wir hier an dieser Stelle schon, hier schaut euch das mal an, da das Zwischenziel, knapp die 48,58 hier oben. Hammer, oder? Das ist das, was wir sehen wollen. Das ist das, was wir sehen müssen als Trader. Und wir sehen halt hier auch den Markt nach oben trenden. Und das ist das, was halt als Händler für uns so extrem wichtig ist. Und das ist das, was wir brauchen. Wir haben weiteres Potenzial zur Oberseite auch mit rein. Wie schon gesagt, wenn dieses Level jetzt hier nachhaltig rausgenommen wird, ist der Weg nach oben offen. Für mich ist es jetzt aus kurzfristiger Sicht natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, was passiert jetzt hier oben in diesem Bereich. Bekommen wir hier einen Rücksetzer oder nicht? Ich muss das Ganze heute mal tagsüber mir anschauen. Möglicherweise könnte sich dafür morgen auch eine kurzfristige Trading-Idee für die Unterseite entwickeln, aber mehr dazu dann entsprechend morgen früh, wenn wir uns das Ganze dann nochmal im Detail anschauen. Wir warten mal ab, wie es reingeht, denn wir wissen ja, wenn irgendwann keine Käufer mehr da sind nach so langen Moves, geht es ein bisschen runter, und das schauen wir uns an auf der kurzfristigen Geschichte. Also das bleibt sehr, sehr interessant. Öl momentan wirklich richtig Hammer, sehr, sehr schön trendig, hat auch ein bisschen was auch mit dem US-Dollar zu tun. Also das bleibt auf alle Fälle etwas, was wir hier durchaus im Blick haben sollten. So, jetzt haben wir es hier kurz vor 9. Weitere Fragen habe ich heute an dieser Stelle nicht. Das heißt, wir machen noch mal ganz kurz den Blick in den DAX. Auch da haben wir momentan sehr, sehr viel Freude auf der Uhr. Der läuft auch sehr, sehr schön nach oben. Und da können wir einfach schauen, wir gehen jetzt hier in großen Schritten Richtung Allzeithoch. Das ist interessant. Also wenn wir einfach mal kurz schauen wollen, ich mache mal kurz den Wochenchart an dieser Stelle auf. Was wir hier sehen, schaut da oben, das hier ist das Allzeithoch. Na gut, wir sehen jetzt kein Allzeithoch, jetzt haben wir es, okay. Also,
hier an dieser Stelle, guck mal, da oben, das hier ist das Allzeithoch und da gehen wir jetzt mit sehr, sehr, sehr großen Schritten dran. Na, hier haben wir das Allzeithoch liegen bei, Moment, ich muss mal selber schauen, 13.826 Zähler hier oben, das ist das Allzeithoch. Ne? Das ist interessant zu sehen und das ist genau der Punkt. Da nimmt jetzt der Markt ganz, ganz großen Anlauf drauf. 13.800, was habe ich gesagt? Moment, hier oben 13.000, jetzt aber 13.826. Das ist der Punkt hier oben. Da geht's ran mit großen Schritten. Und das ist jetzt echt richtig interessant zu sehen, was hier passiert. Denn wir sind jetzt hier oben reingelaufen, auch hier drüben. Ich hoffe, man kann das jetzt in der Bildübertragung, die ich hier mache, sehen. Schaut mal hier drüben, was da passiert an dieser Stelle. Wir sind jetzt hier in einen Bereich reingelaufen, der im ganz, ganz Kleinen mal ein Umkehrbereich gewesen ist. Ne? Also das hier, dieses Level hier drüben. Hier unten, als wir hier so drunter gelaufen sind, da gab es hier oben so eine ganz enge Seitwärtskonsolidierung und dann hat es geknallt nach unten. Und das ist genau der Bereich, in dem wir uns jetzt momentan wieder befinden. Und wenn wir da hier durchaus Kaufinteresse bekommen, dann ist der Test vom Allzeithoch an dieser Stelle nur noch eine Frage der Zeit. Was jetzt allerdings an dieser Stelle interessant ist, ist das, kriegen wir hier den Knall oben drüber. Das heißt, kommt es tatsächlich hier zu einer massiven Kauf-Rally oben drüber über den Allzeithoch oder, weil Freitag großer Verfall ist, kommt es hier zum Rutsch unten drunter. Und da sage ich gerade den kurzfristigen Tradern, diese Marken haben extreme, extreme Sprengkraft und wir werden es sehen. Wenn hier am Allzeithoch plötzlich massiv Kaufinteresse reinkommt, dann wird da oben ordentlich die Post abgehen. Kommt hier allerdings der Punkt, wo Gewinnmitnahmen einsetzen, dann finden wir sehr, sehr schöne Orientierungsmarken auf der Chart-Unterseite rein zum kurzfristigen Bereich. Ne? Und wenn da eine hohe Vola kommt, wie wir es momentan haben, dann könnte es schon passieren, dass wir relativ viel unten drunter dann erstmal abfrühstücken. Und da sehen wir an dieser Stelle auch mit Blick in den Stundenchart, dass wir hier die Anlauflevel unten haben. Schaut mal, das sind die Zwischentiefs, die da drinnen liegen. Und diese Zwischentiefs, die sind natürlich dann sehr, sehr interessant, entsprechend für die Situation, den Markt nach unten ranzugehen. Und da haben wir planbare Level, die wir aufnehmen können. Die Zwischentiefs, knapp 13.500 Punkte. Schaut mal hier, das große Ausbruchslevel um die 13.438 bis 40 obenrum. Also das hier ist so ein kleiner Schwungbereich, den wir hier oben haben. Ne? Also diese Hochs, die wir hier haben, schön das Level, das Ausbruchsniveau lag hier auch ein kleines Stückchen tiefer. Und dann haben wir weiterhin die Schwungbereiche unten drunter. Ne? Schaut euch das an hier, 13.300 um die 82, nächster unten raus hier. Die größeren Level. Also wir haben viel auf der Unterseite, wo Gewinnmitnahmen reinlaufen können und das sind Sachen, die können auch mal ganz kurz abgefrühstückt werden. Also das bleibt hochinteressant und wenn wir mal sehen, wir haben es jetzt hier kurz nach 9, schaut euch mal diese brutale Dynamik an. Das ist einfach der Hammer und deswegen schauen wir uns das morgens an und ich freue mich, gerade auch für all die berufstätigen Swing-Trader, die wir hier haben, dass wir auch die längeren Setups hier traden können. Ne? Und daran sehen wir mal, es ist nicht nur das Day-Trading, mit dem man Geld verdienen kann, sondern im langen Bereich, man kann es halt schön nach oben sehen, schönes Geld verdienen. Im DAX hier, auch mit dem deutschen Markt, geht dann den US-Indizes ganz genauso. Und deswegen freue ich mich halt, dass wir hier morgens immer schöne Setups finden, im kurzfristigen sowie auch im mittelfristigen Bereich. Und ich gratuliere all denjenigen, die das Ganze auch im negativen Bereich, im nebenberuflichen Bereich umsetzen, hier die eigenen Handelsstrategien machen und aus den Sachen, die wir hier morgens miteinander besprechen, auch ein bisschen was rausziehen können. Das, ja, das Wort zum Abschluss sozusagen. Danke fürs Zuschauen für heute und morgen früh geht es dann weiter mit dem Blick in die Märkte. Ein paar Handelsideen an dieser Stelle und natürlich der Blick in die großen Indizes. Wir schauen morgen auf die Fed, das, was die Fed gestern erzählt hat. Mal im Detail auch mit an. Öl steht morgen wahrscheinlich mit drauf. Wir blicken noch mal ein bisschen auf Gold. Also das Potpourri für morgen ist auch wieder prall gefüllt. Es wird sich lohnen, hier reinzuschauen. An dieser Stelle für heute erstmal allen erfolgreiche Trades und dahin bis morgen. Tschüss.